Fortuna Düsseldorf empfängt die Spielvereinigung Greuther Fürth. Das Montagabendspiel in der zweiten Liga live bei Sport 1. Guten Abend, liebe Zuschauer aus Düsseldorf. Über 30.000 werden dabei sein hier heute Abend in der Arena. Und wir sehen in jedem Falle den neuen Tabellenführer der zweiten Fußball-Bundesliga. Der Sieger geht hoch auf 1. Wenn es unentschieden endet, dann ist Düsseldorf ganz oben in der Tabelle. Die Düsseldorfer schon leichter Favorit hier im eigenen Stadion. Sie sind hier seit über einem Jahr ungeschlagen. Eine enorme Bilanz. 21 Heimspiele. Davon haben sie 20 gewonnen und nur ein einziges Mal unentschieden gespielt. Die Schlüsselfrage aber, wie kommt Fortuna Düsseldorf heute ohne Sascha Rösler aus? Der fehlt gesperrt nach seiner 5. gelben Karte und den gilt es zu ersetzen. Norbert Meyer hat nur diese eine Veränderung vorgenommen, die er vornehmen musste. Ken Ilsö, der junge Däne, soll den Job von Sascha Rösler übernehmen. Aber Rösler hat die Düsseldorfer so geprägt in den letzten Wochen mit seiner Ausstrahlung auf dem Feld, mit seiner Torgefährlichkeit. Er ist Düsseldorf bester Schütze mit 9 Treffern. Also das wird sehr schwer, den zu ersetzen. Mike Büskens, als gebürtiger Düsseldorfer, hat er hier lange gespielt. In der Jugend wurde Profi, jetzt ist er zu Gast als Trainer. Die Seitenwahl bei Schiedsrichter Peter Gagelmann. Einmal wechseln. Die Mannschaftskapitäne zu Gast beim Schiedsrichter. Thomas Kleine war es für Fürth, der Innenverteidiger, und Andreas Lamberts für Fortuna Düsseldorf. Haben sie lange geheim gehalten und eben unter großem Jubel der Düsseldorfer Fans wurde es verkündet, dass er hier mit der 17, Lumpi Lamberts, seinen Vertrag bei Fortuna Düsseldorf frühzeitig um 2 Jahre verlängert hat. Wir haben ein anderes Spielgerät im Mittelkreis bereit liegen, obwohl das hätte schon was, wenn wir es mit den Dingern versuchen. Die sind gerade reingesegelt und fußballerisches Talent beim Assistenten. So, jetzt erstmal den Rasen räumen. Also über 30.000 Zuschauer sind hier heute mit dabei. Max Grün spielt sich mit solchen Bällen sicher selten warm. Der junge Torhüter der Spielvereinigung Fürth ist auswärts in dieser Saison bislang überaus dominant aufgetreten. Als einzige Mannschaft neben Fortuna Düsseldorf ohne Auswärtsniederlage. 4 Spiele gewonnen, 3 unentschieden. Also beide Mannschaften leben von viel Defensivqualität und vielen schnellen Spielern, die gerade im Konterspiel, im Umschaltspiel ihre Fähigkeiten haben. So, die Bahn ist frei für das Montagabendspiel bei Sport 1. Fortuna Düsseldorf in den roten Trikots von links nach rechts im traditionellen 4-4-2 oder 4-4-1-1, wie auch immer man die Rolle des hängend spielenden Ilsö hinter dem Stoßstürmer Bröker bei den Gastgebern bewerten will. Hier die durchlaufende Aufstellung, Sie haben sie ja eben im Vorlauf schon gesehen, nochmal für Sie. Wozzeck und Lamberts, die beiden im Mittelfeldzentrum. Beister Fink, Ilsö, die 3 offensiven Bröker vorne drin. Mike Büskens hat nichts verändert. Sie haben ein bisschen schleppend begonnen im letzten Spiel gegen den FSV Frankfurt, dann aber letztlich doch souverän, sehr souverän, mit 4:0 gewonnen. Seine Mannschaft gut auf Kurs und deshalb unverändert. Vorne drin Nöte und Ocean, die beiden bringen es zusammen auf 17 Saisontore. So, wir warten mal ein bisschen ab. Will Norbert Meyer den Gegner da täuschen? Stoßstürmer Bröker, so dachten es alle. So war es angekündigt.
erstmal über rechts und Ilse gemeinsam mit Beister im Zentrum der Düsseldorfer. Erste Gelegenheit für die Gäste. Genau das ist ihr Auftritt. Schnell umschalten mit Ballbesitz und so schnell es geht zügig direkt den Abschluss suchen. Wie hier ein erstes Mal Sarraria, der Spanier. Olivier Ocean, der Kanadier vorne drin bei den Fürtern gemeinsam mit Nöte. Da ist Schröck, er kommt über links. Sarraria haben wir eben mit einer ersten guten Offensivaktion gesehen. Er kommt über rechts, dass die vier überaus schnellen, dynamischen Offensivkräfte bei den Fürtern. Offensivfoul von Maximilian Beister, dem besten Vorbereiter der Liga. 10 Vorlagen. Tja, ist Büskens da jetzt überrascht? Er hat mit Sicherheit auch damit gerechnet, dass Beister seine Position rechts außen hält, dass ein Trainer dann, wenn er schon wechseln muss, vielleicht am ehesten nur eine Position neu besetzt, nämlich Ilse für Rösler. Aber er hat die Positionen getauscht. Für den Moment Bröker über rechts, Beister vorne drin in der Sturmspitze. Mal sehen, wie lange das dauert. Da ist Sascha Rösler. 9 Tore hat er erzielt. Der 34-Jährige spielt eine brillante Saison auf seine alten Tage. Eine überraschend brillante. Foul von Schröck an Levels. Standardsituation für die Fortuna. Ein weiterer Punkt, wo Rösler fehlt. Ecken, Freistöße. Normalerweise ein Job für den heute gesperrten Rösler. Und jetzt, wie wir sehen, macht es Ilse. Lukimja mit vorne, Bröker jetzt natürlich vorne mittendrin im Getümmel. Und die nächste Freistoßposition wird noch spannender. Foul an Botzek. Und deswegen zu Recht erneut Freistoß für die Gastgeber. Auch diese Entscheidung geht in Ordnung. Also erste etwas ausführlichere Präsenzphase der Düsseldorfer vor dem gegnerischen Tor. Lambert, Botzek und vor allem Ilse stehen bereit. Ilse fehlte schon ein Stück für den Dänen. Naja, so jung ist er gar nicht mehr mit 25 Jahren. Ausgeliehen in der letzten Saison, hat eine brillante Rückrunde gespielt. Wurde dann weiter verpflichtet im Sommer und war hier plötzlich nicht mehr erste Wahl. Heute erstmals in der Startformation seit 2 Monaten und noch ohne Saisontor. Ist nicht unproblematisch für die Düsseldorfer, dass Rösler eben auch als Torjäger da jetzt ausfällt. Ilse und Bröker, beide nicht gerade voll gepumpt mit Selbstvertrauen. Ilse ohne Saisontor, Bröker seit 2,5 Monaten ohne Tor. Aber es läuft doch. Max Grün, dankbarer Ball für den Fürther Torwart. Wie klappt jetzt das Konterspiel über Schröck? Lukimja, er ist der zweikampfstärkste Spieler in der zweiten Fußball-Bundesliga. Da ist er am Ball. Beister über rechts, so läuft es normalerweise.
Und wieder ist Lukimia dazwischen, der Deutsch-Kongolese, in der Viererkette der Fortuna. Dort hinten alles wie gehabt, wie eigentlich immer in dieser Saison, bis auf ganz geringfügige Ausnahmen. Langenecke fehlt da einmal, er neben Lukimia in der Innenverteidigung. Levels rechts und Vandenberg links. Ilse, da startet Bröker. Bröker, ganz hinten ist Fink. Den muss er hoch und lang spielen. Peter Gagelmann hatte beste Sicht und ich denke, er lag richtig hier, nicht auf Freistoß zu entscheiden. Und jetzt kombinieren die Grünen mit Zug zum Tor nach vorne. Ocean in der Mitte ist Nöte, es gibt Ecke für Fürth. Man sieht, dass die Gäste sehr bestrebt sind, mit Ballbesitz wirklich schnell und geradlinig umzuschalten. Schauen wir nochmal drauf. Ball gespielt, Ilse fällt. Also weder Freistoß noch Elfmeter hier ein Thema. Stattdessen auf der anderen Seite. Schröck nimmt die Ecke. Sarrer und Levels bekämpeln sich da direkt vor Ratajczak im 5-Meter-Raum. Es hat gedauert, aber jetzt Schröck mit der Ecke. Und es gibt gleich die zweite hinterher. Nein, gerade noch ausgebügelt. Der Abschluss kam von Bernd Nerich, dem doch ziemlich torgefährlichen Außenverteidiger. Liegt nicht zuletzt daran, dass er eigentlich ein gelernter Stürmer ist. Da war wieder ein Ball. Neuaufbau über Schmidtgal, den anderen Außenverteidiger. Stark geklärt vom Defensivabräumer bei den Düsseldorfern. Er geht da allen im Zweikampf voran, Adam Pozek. Naja, und er macht natürlich auch immer mit, steht symbolisch für sein Zweikampfverhalten, für seinen Einsatz. Lumpi Lamberts, Norbert Meyer wird es freuen, dass der Kapitän zwei weitere Jahre bleibt. Meyer sieht es hier heute Abend für den Moment entspannt. Er hat klar gesagt, wir müssen hier nicht volles Risiko und Hurra-Fußball spielen. Wir spielen ruhig und sortiert nach vorne. Selbst bei einem Unentschieden wären wir ja schon mal Tabellenführer. Den Druck hat Meyer an den Kollegen Büskens rübergegeben mit den Worten: Die Fürther haben sich zum Aufstiegskandidaten erklärt. Andersrum, sie haben sich den Aufstieg zum Ziel gesetzt. Wir nicht. Also, wir haben allen Grund, dieses Spiel ohne Druck und völlig entspannt anzugehen. Schröck nimmt Schmidtgal mit. Auch er als Außenverteidiger offensiv bestens geschult. Fürstner auf Nerich. Das sind die beiden Außen, da sind sie vorne. Und Ocean hat eine Riesenchance. Er stand völlig frei und köpft letztlich dankbar für Ratajczak. Flanke von Nerich und Ocean mit dem Kopfball in der 11. Minute. Sie kennen das mittlerweile. Tradition, Peter Neururer als Experte an der Seite des Kommentators. Die ersten 10 Minuten sind rum. Holen wir den Peter früh ins Boot. Peter, erstmal zur Ausrichtung der Düsseldorfer. Wir hatten Beister rechts eher erwartet und Bröker vorne drin. Nun ist es andersrum. Nachvollziehbar? Nachvollziehbar schon, aber ob es das Mittel ist, was ich gewählt habe, ist eine andere Geschichte. Bröker, der im Zentrum sehr gute Spiele gemacht hat, unterstützt von einem über rechts kommenden Beister, spielt auch an anderen Positionen und nur durch einen Wechsel
eben mit Rösler raus, dafür Ilse rein. Zwei Positionen verändern wäre nicht unbedingt mein Ding. Aber Norbert Meyer hat ja ganz klar gesagt, sie sind imstande, diese Position zu spielen. Sie haben es auch vorher schon mal gemacht. Aber im Anfang sieht man, jetzt am Anfang sieht man die Wirkung über die Außenposition bei Fortuna Düsseldorf kommt nicht wie gehabt. Trotzdem, das Spiel ist sehr, sehr interessant. Beide Mannschaften sind wirklich nach vorne ausgerichtet. Wir erwarten einiges. Das wollte ich gerade sagen. Man merkt auch bei den Fürtern, sobald Ballbesitz da ist, zeigen sie schon ihre Qualität, die sie über die ganze Saison gezeigt haben. Schnell, präzise nach vorne. Beide Außenpositionen schalten sich ganz hervorragend im Spiel ein. Man spielt einen einfachen, geraden Ball in die Tiefe. Und vorne die beiden Spitzen sind immer gefährlich, was sie jetzt auch schon unter Beweis gestellt haben. Ein tolles Spiel bisher. Auffällig noch bei den Fürtern, wenn man mal das Personal beobachtet, sind eigentlich nur die beiden Innenverteidiger und der Torwart ja keine gelernten Offensivkräfte. Das ist durchaus richtig. Und so ist das Spiel von Mike Büskens bzw. vom Spielverein Greuther Fürth auch ausgerichtet. Selbst Schmidtgall, der hier hinten links spielt, ist eigentlich ein gelernter offensiver Mittelfeldspieler. Jeder kann nach vorne spielen und das versuchen wir auch fortwährend. Vielen Dank für den Moment, Peter Neururer. Naja, und jeden kann man auch umarbeiten. So hat Büskens eben Schmidtgall und Nerich zu echten Außenverteidigern gemacht, der sie eben eigentlich Offensivkräfte war. Ilse, jetzt mal über außen. Ja, das macht doch Spaß. Ein Spiel mit Tempo und Fahrt. Jetzt Düsseldorf am Drücker. Die beste Chance im Spiel allerdings hatte bislang Olivier Ocean, der Kanadier für Fürth, eben in der 10. Minute. Offensivfoul von Brücker, so die Entscheidung vom Bremer Schiedsrichter Peter Gagelmann. Sie feiern diese Mannschaft verständlich in der Liga erfolgreich, auch im Pokal sind sie weitergekommen bis ins Achtelfinale und hatten Losglück, wenn man es als Highlight erlebt haben will. Borussia Dortmund, der deutsche Meister, wurde ihnen zugelost. Und das wird, da bin ich mir sicher, ein rasantes Spiel. Diese bärenstarken Düsseldorfer als Underdog zwar, als Außenseiter, als Zweitligist, aber sie werden sehr heiß reingehen in dieses Spiel und Borussia Dortmund wird alles zeigen müssen, um hier in diesem Hexenkessel bestehen zu können. Der Kartenvorverkauf läuft und das Stadion wird sicher voll werden. Gagelmann sagt Fürth. Durch Fürstner hatte den Ballkontakt und deswegen bei diesem Zusammenprall Freistoß für die Grünen. Da ist der Schmidtgall, der Deutsch-Kasache. Und jetzt bekommt Langenecke den Freistoß nach der Aktion von Nöte. Leicht ist es eben nicht, diesen Fürther Defensivriegel zu knacken. Sie
stehen für den Moment gut. Düsseldorf sucht nach einer Lücke und findet sie auf der linken Verteidigungsseite der Gäste. Und Schröck hat gefoult. Dringende Ermahnung von Schiedsrichter Peter Gagelmann nach dieser Aktion gegen Lefels. Ja, er hat den Ball gespielt, er hat ihn auch gespielt. Aber nach dem Foul, selbstverständlich, war das eine unfaire Aktion. Er hat damit Lefels den Vorteil genommen. Da kann man auch durchaus mal Geld zeigen. Nicht leicht, ein Tor zu erzielen gegen diese Fürther. Es ist die beste Defensive der zweiten Liga. Von Wegen, da ist es. Kein Abseits, Fink macht das Tor. Und in dieser Szene sah es sogar richtig leicht aus. Max Grün überwunden nach dem Einwurf. 18. Minute, 1-0 Düsseldorf. Und wie leicht sie da durchgekommen sind. Ablage auf Beister. Beister geht durch. Da sehen wir, dass Fink nicht im Abseits ist. Und der Treffer damit regulär erzielt wurde. Wäre Fink im Abseits gewesen, dann wäre es beim Torschuss kein strafbares gewesen. Aber mit dem Eingreifen im Nachschuss hätte man zurückpfeifen müssen. Hätte, wenn und aber, Fink erzielt das 1:0 in der 18. Minute. Der Assist geht wieder mal auf Maximilian Beister, der vorher den Abschluss suchte. Das war erst das 13. Gegentor für Fürth im nun 16. Spiel. Die beste Defensive geknackt und Düsseldorf steht ganz oben für den Moment in der Tabelle. Frankfurt hat gepatzt in München. Die Fortuna hätte 3 Punkte Vorsprung vor der Eintracht und sich ein Polster geschaffen vor Fürth. Aber wir sind noch früh im Spiel. Und Büskens wird sich ärgern. Da haben die Fürther es den Düsseldorfern, konkret Beister, der dann doch über die Seite kam in dieser Aktion, zu leicht gemacht. Das ist seine Stärke, nach innen ziehen. Da ist er wieder auf der Außenseite. Beister. 11 Vorlagen dazu. 8 Tore macht 19 Scorerpunkte. Unglaubliche Bilanz für den erst 21-Jährigen. Ocean gegen Lukimia. Und hier nochmal die Ablage für Beister, der da schön durchgeht. Max Grün kann eigentlich nicht mehr viel machen. Natürlich wehrt er den Ball nach vorne ab, aber bei dem strammen Schuss kein Vorwurf an den Torhüter der Gäste. Schröck mit dem schwächeren rechten Fuß. Jetzt Sararea, der normalerweise über den anderen Flügel kommt. Düsseldorf verteidigt stabil. Seit Dezember 2009 ist Büskens in Fürth, kam damals als Nachfolger von Benno Mühlmann. Die Fürther damals in akuter Abstiegsgefahr auf Platz 15. Schon da war seine erfolgreiche Arbeit zu erkennen. Spielte mit Fürth in der Rückrunde eine brillante Halbserie als viertbestes Rückrundenteam. Stand dann mit den Fürthern in der letzten Saison, lange in der Saison, ganz oben im Kampf um die Aufstiegsplätze. Am Ende wurde es Platz 4, ein Platz, den sie in Fürth noch nicht kannten.
Fünfter sind sie oft genug geworden. Man glaubt das gar nicht. 7-mal in den letzten 10 Jahren ist Fürth Fünfter geworden. 7-mal in den letzten 10 Jahren. Letzte Saison Vierter. Freistoß für Fürth. Anspiel von Lamberts, deshalb gibt es den Freistoß. Wir beobachten, wie Fürth den Gegentreffer wegsteckt. Eingangs erwähnt, Fürth noch ohne Auswärtsniederlage. Sie liegen auswärts jetzt zum ersten Mal überhaupt in dieser Saison zurück. Tja, bei Schröck haben sie gescherzt, nicht zuletzt er selber. Er hat getroffen gegen Frankfurt. Schmunzelnd haben sie ihn als Torjäger bezeichnet, der er wahrlich eben nicht ist. Locken die Vierter aus ihrer Ordnung, das ist nichts für die Galerie. Aber warum offensiver agieren als notwendig und dann in die Falle laufen? Spielt da, da deutet er es an, spielt dem Meier natürlich in die Karten, spielt jetzt ruhig, lasst die kommen und wir können dann kontern. Das Kapital einer Führung. Und für Fürth bei Rückstand dann eben das unüblichere Spiel. Vorne an Vandenberg. Erstes Foul von Nerich. Klares Foul, Gagelmann hält seine für den Moment tolerante Linie bei. Es gab ein taktisches Foul von Schröck und nun dieses Foul von Nerich, wo man durchaus schon über Gelb diskutieren konnte. Brücker holt das Kopfballduell. Aber kein Abnehmer da bei den Düsseldorfern. Fink. Erst mit seinem zweiten Saisontor heute. Und leidenschaftlich im Einsatz gegen Olivier Ocean. Da wäre jetzt nochmal die Option, schnell umzuschalten gegen die nach vorne aufgerückten Düsseldorfer. Es ging im Ansatz ein bisschen zu langsam. Und jetzt bekommt Lamberts den Freistoß. Foul von Schröck. Da ging der Ellbogen raus. Da haben wir den kleinen Außenstürmer, der gegen Frankfurt sein erstes Saisontor erzielt hat. Kombiniert von den Düsseldorfern, aber Bozek, jetzt nicht bekannt als Flankengott.
gute 25 Minuten rum. Es wird wieder Zeit. Wir wollen hören, wie Peter Neururer, unser Sport1-Experte, die Entwicklung in diesem Spiel sieht. Peter, erst nochmal das Tor aus deiner Sicht. Wie hast du das gesehen? Ja, man kann darüber streiten, ob Grün da glücklich oder unglücklich war. Aussieht unglücklich in jedem Fall, aber fehlerhaft will ich nicht unbedingt sagen. Aber er hatte vorher schon zweimal Probleme mit dem Boden. Der Abdruck war nicht gut genug von ihm, sodass er nicht richtig hinter den Ball kam und nur abklatschen konnte. Aber die Situation entstand eben, dass das Beister von der Außenposition, das kam. Von der Außenposition kam und dann zum Abschluss gekommen ist. Das konnten die Fürther nicht verhindern. Die Führung für Düsseldorf geht in Ordnung, auch wenn vorher eine klare Kopfballchance von Olivier Oschen da war. Ich sehe im Prinzip im Augenblick die Situation so, dass Fortuna Düsseldorf im Stand ist, die Außen gut zuzustellen. Dass im Zentrum selber Adam Botzek und auch Lucky Lambert ein ganz hervorragendes Spiel machen. Sie lassen nichts anbrennen, haben im Zentrum die Kontrolle. Und von daher führen sie auch, ohne dass die Fürther im Augenblick für große Torgefahr sorgen können. Allerdings, sie werden sich aus ihrer Deckung nicht locken lassen, aus ihrer Anlage nicht locken lassen, die Fürther. Und das wäre mit Sicherheit viel, viel zu früh. Das wird Mike Mützkünz nicht machen. Die Düsseldorfer versuchen, hinten rumzuspielen, Ballkontrolle zu haben. Das machen sie gut. Aber die zwecken damit nicht, die Fürther ihre taktische Ausrichtung aufzugeben. Und doch hat man gemerkt, dass die Düsseldorfer sich ein bisschen passiver verhalten. Zurück, wenn ich sehe, wie oft ein Rückpass gespielt wird, ein Querpass gespielt wird. Immer wieder über die Innenverteidiger laufen lassen, ab und zu den Torwart mit einbeziehen. Sie sichern ihr Spiel, das ist auch richtig so. 1-0-Führung kann man das machen. Aber wenn es bestreben sein sollte, die Fürther rauszulocken, das wäre noch zu früh. Richtig, probates Mittel, keine Frage, aber die Fürther reagieren darauf noch nicht. Das wird wahrscheinlich, wenn bei dem Spielstand nicht sich großartig ändern sollte, erst kurz vor Schluss passieren. Gehen wir noch einmal kurz aufs Tor zurück. Der Maximilian Weister konnte daher wirklich annähernd ungestört durchstarten. Haben die Verteidiger, die ja wissen, dass der schon 6 Elfmeter rausgeholt hat, und da muss man ausdrücklich sagen, das ist einer, der sich nicht fallen lässt, sondern der wirklich so schnell und quirlig ist, dass man den einfach schnell umgetreten hat. Sind die Verteidiger da schon ein bisschen ängstlich, ach du liebe Güte? Die werden nicht ängstlich sein, weil sie wissen, dass er so gefährlich ist, beziehungsweise dass er so viele Tore bzw. Elfmeter rausgeholt hat. Sie werden ängstlich deshalb sein, weil sie wissen, wie schnell er ist, welch großartigen Antritt er hat und dass er fast weitfüßig abschließen kann. Und im 16-Meter-Raum den Zugriff zu finden auf einen Mann wie Beister ist natürlich unheimlich schwer. Zumal in der Innenverteidigung mit Bavrei und mit Kleinen nicht gerade die schnellsten Spieler stehen. Und da hat Beister in der Situation natürlich einen Riesenvorteil. Also darf der erst gar nicht an den Ball kommen? Den muss ich versuchen, aus dem 16-Meter-Raum rauszuhalten. Vollkommen klar, wenn er da angespielt wird, dann wird es brandgefährlich. Denn richtig attackieren kann ich nicht mehr. Da ist die Elfmeter-Gefahr oder die Gefahr, dass ich den Ball verliere, sehr, sehr groß. Aber das hier war Ilse und den haben sie ja auch noch. Vielen Dank, Peter Neururer, für den Moment. In der Mitte stand Beister. Auch parat, Stürmerblut beim Dänen. Da sucht er selber den Abschluss, kann man auch so machen. Letzte Saison hat er in der Rückrunde, nur in der Rückrunde, 7 Treffer erzielt. In dieser Spielzeit noch kein Tor für Kent Ilse. Das ist heute für Ken Ilse der 11. Saisoneinsatz, aber wie erwähnt, er kam eigentlich in den meisten Fällen von der Bank. Heute nach langer Zeit mal wieder von Anfang an dabei. Der Gagelmann hat den Vorteil kurz abgewartet, dann aber doch auf Foulspiel von Nevels entschieden. Ja, und das ist auch richtig so. Heute die zweite Liga live morgen. Chelsea gegen Liverpool und Arsenal gegen Manchester City live bei Sport1. Der Carling Cup in der Konferenz, in der Viertelfinalkonferenz. Also zwei reizvolle Spiele aus England. Chelsea gegen Liverpool und Arsenal gegen Manchester City. Wir schauen auf Beister. Da ist er im Strafraum und gut gelöst. Es war kein Foul von Kleine und wir haben das eben angesprochen. Es ist unglaublich schwer, den zu stoppen. Und was ich so gut finde an dem, der lässt sich eben nicht fallen.
In den allermeisten Fällen, das kann dem auch mal passieren, in den allermeisten Fällen kämpft der um den Abschluss, wie hier in dieser Situation. Da stellt er zwar den Fuß so ein bisschen rein, aber das ist alles legitim. Kein Elfmeter, kein Foul von Fürths Kapitän Thomas Klapp. Erstmal die Ruhe bewahrt, hat Peter Neururer eben gesagt. Verständlich, nicht direkt die ursprüngliche Ordnung über den Haufen werfen. Was heißt die Ordnung? Da ist eben nicht das 2:0. Max Grün hält seine Truppe im Spiel. Riesenchance für Ilse. Den muss er machen in der 33. Minute. Aber wie kamen die Düsseldorfer da in Ballbesitz? Dramatischer Ballverlust der Gäste im Aufbauspiel. Solche Einladungen dürfen die Düsseldorfer nicht mehr oft aussprechen. Der Deutsch-Russe im Mittelfeld, der Vierter. Fortuna Düsseldorf ist die zweikampfstärkste Mannschaft der zweiten Fußball-Bundesliga. Und das sieht man immer, immer wieder in Belegform an Szenen, wie dieser eben. Weister startet, Riesenantritt gegen Thomas Kleine. Ripp, und jetzt schauen wir mal auf ein sauberes Tackling. Da haben wir es gesehen. So nähere ich beim Einwurf ganz tief hinten drin an der eigenen Eckfahne. Umzingelt von Düsseldorfern. Unten auf dem Rasen und natürlich auf den Tribünen. Vandenberg mit dem Einwurf, da ist wieder Ilse. Lamberts, das war ungeschickt, mit Sicherheit keine Absicht, aber da ist Lamberts nur in den Gegner reingesprungen. Und Kleine verständlicherweise verletzt am Boden, das wird die Zeitlupe gleich belegen. Gagelmann bleibt bei toleranter Auslegung. Schauen Sie mal, Lamberts verschätzt sich total. Der Ellbogen geht auch wieder runter, da ist keine böse Absicht unterwegs, aber da kann man durchaus Gelb geben gegen Fahrlässigkeit. Haben wir gesagt, Lamberts bleibt bis 2014. Das haben sie hier eben kurz vor Spielbeginn unter dem Jubel der Düsseldorfer Fans durchgegeben. Lumpi, der Liebling hier. Einer der Lieblinge, muss man mittlerweile sagen. Die Fortuna hat in den letzten 2,5 Spielzeiten in der zweiten Liga Tolles geleistet. Davor natürlich auch mit der Rückkehr in die zweiten Liga, mit dem Aufstieg. Fans und Verein sind hier wieder eng zusammengewachsen in den letzten Jahren. Und jetzt träumen viele, Norbert Meyer mag sowas gar nicht hören, natürlich von der Rückkehr in die erste Liga. Das letzte Erstligaspiel hat Fortuna Düsseldorf 1997 bestritten. Also, es wäre die Rückkehr im kommenden Sommer nach dann 15 Jahren Abwesenheit. Und nicht vergessen, die waren zwischendurch in der Viertklassigkeit. Als das Stadion hier gebaut wurde, geplant wurde, sagen wir so, da spielte Düsseldorf in der Oberliga. Das war Alf Lamberts aus der Jugend hochkam zu den Senioren.
Der ein oder andere mag sich erinnern. Da haben sie hier diese Arena gebaut und alle haben sich gefragt, wofür denn? WM-Austragungsort wurde Düsseldorf nicht. Für ein paar Konzerte oder mal ein Länderspiel. Nur habt das. Thomas Kleine hat geklärt. Gegen Beister. Wieder der Versuch, schnell zu kombinieren. Wieder Pfandenberg mit einer Einwurfflanke. Und er gibt den Elfmeter. Thomas Bröker am Boden nach dem Zweikampf gegen Kleine. Der Schiedsrichter hatte die bessere Sicht von hier ganz oben. Würde ich eher sagen, das war keiner. Vandenberg gegen Bröker. Natürlich wird da ein bisschen gerangelt. Nee. Tut mir leid. Da greift der Bröker mindestens genauso hin wie dann auch Kleine. Aber da ist Bröker schon auf dem Weg Richtung Erde. Der erste Griff ging von Bröker rechts Richtung Kleine. Und das war Pari aus meiner Sicht und kein Elfmeter. Glück in diesem Fall für Düsseldorf. Und so hat mal ein anderer einen Elfer rausgeholt und nicht der Beister. Langenecke, Mister 100%. So kann man auch Torschützenkönig werden. Bislang 5 Elfmeter ausgeführt, 5 waren drin. Und jetzt sind 6. 2-0 Düsseldorf, 39. Minute, das ist zum Piepen mit dem Jens Langenecke. Der war in der letzten Saison Düsseldorfs bester Torschütze als Innenverteidiger. 8 Saisontore, 7 Elfmeter. Und jetzt rückt er schon wieder nach ganz oben, sein 6. Saisontreffer. Und natürlich waren alle 6 Elfmeter. Norbert Meyer. Tabellenführer der zweiten Fußball-Bundesliga hier heute am Montagabend. Der Sieg nimmt Gestalt an. Max Grün in diesem Falle natürlich, auf jeden Fall ohne Abwehrchance. Aber, wie erwähnt, eine zu harte Entscheidung von Schiedsrichter Peter Gagelmann. Liebe Zuschauer, besonders die, die sich über die Düsseldorfer Führung freuen und ein Trikot von Fortuna Düsseldorf gebrauchen könnten mit vielen Unterschriften. Da gibt es Mittel und Wege, ein solches Trikot zu bekommen. Besuchen Sie bei facebook.com unseren Suzuki-Fanbotschafter. Posten Sie Ihr schönstes, lustigstes, nettestes so klingt's. Weihnachtsfoto eben an den Suzuki-Fanbotschafter und dann haben Sie die Chance, dieses Trikot zu gewinnen. Sie können dort auch munter diskutieren. Es gibt seit ein paar Minuten durchaus Diskussionsstoff. War das nun ein Elfmeter oder nicht? Wie gesagt, www.facebook.com beim Suzuki-Fanbotschafter. Sie können diskutieren, liebe Zuschauer. Peter Neururer, gibt es da was zu diskutieren bei dem Elfmeter? Gleiche Meinung, andere Meinung? Nein, eben gar nichts zu diskutieren. Wenn man das Regelwerk sieht, gut, ist schwer zu erkennen für Herrn Gagelmann, gar keine Frage. Aber wenn das Regelwerk noch gilt, dann war das erste Foul, was man pfeifen muss, noch eindeutig vom Bröker. Dieser Elfmeter, gibt es keine Diskussion, ist absolut nicht nur zu hart, sondern ungerechtfertigt gegeben worden. Das muss man einfach so sehen. Gut, Bröker macht es geschickt, er dreht sich in den Mann rein, aber den Vorteil verschafft er, wir gucken ein Foulspiel und die Reaktion von Kleine nachher. Die ist dann uninteressant, denn das erste Vergehen muss gepfiffen werden. Aber nichtsdestotrotz,
Die 2-0-Führung geht aufgrund der Spielanteile von Fortuna Düsseldorf in Ordnung. Nicht unbedingt in dieser Höhe, diese 2-0-Führung, aber die Führung von Düsseldorf geht in Ordnung. Könnte ein Tor weniger sein. Das Spiel ist weiterhin interessant. Die große Frage, die ich mir gerade stelle, für die zweite Halbzeit, wie reagiert Kräuter Fürth, wie reagiert Mike Büskens? Lassen Sie sich locken, kommen Sie früh raus. Wenn die Fortuna jetzt das 3-0 macht, ist die Frage allerdings überflüssig. Das ist Thomas Brülker, der sich aber da letztlich festläuft. Naja, du sagst, du fragst dich, was wird Mike Büskens machen, aber dafür bist du ja da. Ja, ganz jetzt genau. Sag mal was vor. Ich gehe davon aus, dass Mike Büskens hier das Spiel auf keinen Fall verlieren will. Bei 2-0 Rückstand gilt es nur eins. Hut runter, Hut auf, Visier runter oder auch hoch und volles Rohr auf Angriff spielen. Und das ist die einzige Chance. Wenn dann schnell ein Anschlusstreffer fällt, dann wird man sehen, wie stabil die Düsseldorfer sind. Im Augenblick geht die Tendenz ganz klar zu Fortuna Düsseldorf, aber ich glaube, Mike Büskens wird noch eine kleine Reaktion zeigen. Das ist Kent Ilse und es gibt die gelbe Karte für Bernd Mehrig. Den hat Gagelmann eben schon einmal verwarnt und nun bekommen wir die Karte. Peter, als wir das letzte Mal gesprochen haben, schien es noch so zu sein, dass Fürth ein bisschen besser dagegen halten könnte. Aber nun macht es doch in der Summe schon den Eindruck, auch jetzt in den letzten 2-3 Minuten wieder, dass Düsseldorf das Ding schon ziemlich in der Hand hat. Absolut in der Hand, gar keine Frage. Bei 2-0-Führung gegen eine solche Mannschaft wie Kräuter Fürth auch keine Frage. Dann auch im eigenen Stadion. Und darf ja nicht vergessen, die Fortuna hat mit diesem heutigen Spiel, im Falle, dass es so bleiben sollte, 45 Spiele nicht mehr verloren. Das gibt Selbstbewusstsein ohne Ende im eigenen Stadion. Während der Meisterschaft ohnehin noch kein Spiel verloren. Aber 45 Spiele insgesamt mit Testspielen, da waren mit Sicherheit keine namenlosen Gegner dabei. 45 Spiele nicht zu verlieren, gibt Selbstbewusstsein ohne Ende. Und der Tabellenplatz, den sie jetzt im Augenblick haben, den werden sie mit aller Macht versuchen zu verteidigen. Und einen guten Elfmeterschützen kann man auch gebrauchen. Das ist überragend. Das ist überragend. Man stellt ja immer Statistiken auf, wo schießt er hin, eine Lieblingsecke und so weiter. Nein, Langenecke hat unglaubliche Nerven, schießt sehr, sehr kontrolliert, platziert und wartet, bis der Torwart Reaktion zeigt. Wirklich klasse. Ich kann mich an Emil Nolden erinnern. Und das ist Lamberts. Mannschaftsdienlich hat er Beister gesucht. Muss er da mehr Egoist sein? Da muss er den Ball früher nach rechts spielen. Beister steht nämlich da. Und das Abspiel von Lamberts war nicht ganz geschickt. Ich wollte gerade sagen, Langenecke. Ich kann mich an Emil Nolden erinnern. Die ganz alten Zuschauer von uns, die wissen wahrscheinlich an fast hundertprozentiger Elfmeterschütze. Damals beim MSV Duisburg, eben auch hier aus dem Westen. Und Langenecke bewegt sich im Augenblick auf seine Schienen. Vielen Dank für die erste Hälfte. Peter Neururer später im zweiten Durchgang. Hören wir ihn wieder. Also, der moderne Torjäger ist Elfmeterschütze. Jens Langenecke. Was hat Mike Büskens auf der Bank zum Nachlegen? Den jungen Stürmer Felix Klaus. Mit Dani Şahin, einem Offensivmann, der in der letzten Rückrunde als Leihspieler sehr erfolgreich für Dynamo Dresden unterwegs war. Mit Milorad Pekovic noch einen Fighter fürs Mittelfeld, Geis einen für die rechte Außenseite. Mal abwarten, ob er überhaupt personelle Konsequenzen zieht oder es nur mit einer konkreten Anrede mit seiner Mannschaft versucht. Für den Moment die Fortuna deutlich in Führung. Wir haben das besprochen. Die Führung geht in Ordnung. Der Elfmeter, sicher ein Geschenk. Aber was die Spielanteile und Chancen angeht, ist das Ergebnis völlig okay. So, weiter geht's in Düsseldorf. Die Fortuna führt mit 2-0. Und das ist Dani Şahin, der 22-jährige Offensivmann kommt neu ins Spiel bei den Gästen und Christopher Nöte bleibt dafür draußen. Heißt also Spitze gegen Spitze. Dani Şahin jetzt also neben Olivier Ocean, dem kanadischen Nationalspieler. Letzte Saison diese beiden Herren noch in der dritten Liga unterwegs. Ocean bei Kickers Offenbach und Şahin als Leihspieler bei Dynamo Dresden mit insgesamt 10 Toren. Eins hat er davon in der Relegation erzielt. Wesentlich am Aufstieg von Dynamo in die zweite Fußball-Bundesliga beteiligt. Düsseldorf 2-0 in Führung.
falls Sie Teile verpasst haben. Diese Führung geht in Ordnung. Hier vor über 30.000 Zuschauern. Fink erzielte das 1:0. Das 2:0 erzielte Langenecke per Elfmeter, den es so allerdings nicht hätte geben dürfen. Van den Berg für die Fortuna. Beide Treffer entstanden nach Einwürfen. Das schon auch ein bisschen auffällig. Brücker. Thomas Brücker, er hat den Elfmeter rausgeholt mit einem Faller im Zweikampf mit Thomas Kleine. Vandenberg, dieses Mal kein Pfiff, natürlich nicht. So, jetzt schauen wir auf die Körpersprache, auf die Laufbereitschaft der Fürther. Bringen die hier nochmal was aufs Parkett in der zweiten Hälfte? Zeigen die nochmal eine Reaktion nach Büskens Halbzeitansprache und der personellen Veränderung? Mit dem Wechsel Dani Şahin für Christopher Nöte. Erstmal kommt Roth hier wieder dominierend rein in die Spielhälfte. Ja, da war ein Kontakt von Kleine gegen Ilse. Und anschließend die Aktion gegen Vandenberg, aber beides natürlich nicht elfmeterreif. Fink. Ilse hat er sich anders gedacht, nahm aber ein gutes Ende. Aus seiner Sicht Fink. Streng gepfiffen. Gagelmann sonst sehr tolerant. Aber Brücker soll sich nicht beschweren. Den wichtigeren Pfiff hat er eben in der ersten Hälfte als Elfmeterpfiff für sich bekommen. Pripp. Erich, kapitaler Abspielfehler. Fürther mit ungewohnt hoher Fehlpassquote liegt natürlich auch an der Laufbereitschaft, am guten Defensivspiel von Fortuna Düsseldorf. Viel Lauf, viel Einsatz, das macht es ihm und seiner Mannschaft bislang schwer. Bis hierhin in 7 Auswärtsspielen keine Auswärtsniederlage für die Spielvereinigung. Die scheint es heute womöglich zu geben. Aber noch bleibt Zeit. Vandenberg seit gut 2 Jahren hier bei der Fortuna. 2 ehemalige Gladbacher bilden die Außenverteidigerpositionen in der Düsseldorfer Viererkette, Vandenberg und Levens. Schröck. Schröck am Boden, etwas abbekommen nach dem gespielten Ball. Sarraga, Ocean. Sarraga, der in Nürnberg geborene Spanier, kommt über seine rechte Seite. Nährich. Fürstner. Sieht alles nett aus, aber sie kommen dem Tor kein Stückchen näher. Jetzt vielleicht. Edgar Pripp, gut gespielt auf Schröck. Şahin. Immerhin, seine erste Aktion bringt einen ersten Eckball in der zweiten Hälfte für die Gäste. Schröck mit der Flanke und dann war Langenecke noch dran. Von Lamberts gegen Schröck. Der kleine Schröck da hinten. In seinem Gesicht kann man seine Herkunft ganz gut sehen. Seine Mutter ist Philippinin und er ja mittlerweile auch philippinischer Nationalspieler.
ist er beim Freistoß am Ball. Stefan Schwimm. Lukimia klärt. Vielleicht hören Sie im Hintergrund die Gesänge der Düsseldorfer Fans. Ich bring's mal textlich rüber. Wir steigen wieder auf und schmeißen Dortmund raus. Die Fortuna ist wieder da. Nimmt dem Ganzen natürlich ein bisschen die Spannung, aber damit wissen Sie es. Fortuna auf dem Weg zurück in die erste Liga und im Pokal auf Kurs Viertelfinale. Am 20. Dezember der Pokalfight hier in der Arena. Das wird ein heißes Spiel, da bin ich mir sicher. Nerich stammt aus der Stuttgarter Jugend. Einst A-Jugendmeister, zum Beispiel mit Serdar Taski zusammen. Und da ist Levels, er kam aus Mönchengladbach, weil er plötzlich, nachdem er jahrelang gesetzt war, unter Lucien Favre nur noch zweite Wahl war, verdrängt von dessen Liebling, der sich allerdings derzeit auch richtig prima entwickelt, Toni Janschke, der nun bei der Borussia fix spielt als rechter Außenverteidiger. Levels ging nach Düsseldorf und hat hier wiederum Weber verdrängt als Neuzugang, der über lange Jahre absolut gesetzter Stammspieler als rechter Außenverteidiger war. Derzeit nur der Platz auf der Bank für den früheren Duisburger Weber. Aber so geht's. Reise nach Jerusalem. Reise nach Düsseldorf für diese rund 100 Fürther. Schei mit dem Ballverlust. Ilse, geblockt von Nerich, der muss aufpassen. Hat schon gelb gesehen. Das war schon, ein klares Foul ist relativ. Ilse springt natürlich auch sehr in ihn rein. Trotzdem, Nerich muss auch mit solchen Reaktionen rechnen. Etwas zurückhaltender reagieren in den Zweikämpfen. Tejczak im Düsseldorfer Tor, ziemlich unbeschäftigt für ein Spitzenspiel, aber denken wir zurück ganz früh an die Partie. Er konnte den Ball gut halten, weil der Abschluss letztlich nicht präzise war. Aber die erste wirklich große Chance in diesem Spiel hatte hier die Spielvereinigung Greuther Fürth, namentlich Olivier Ocean, eben in der 10. Minute, als er sehr frei zum Kopfball kam aus nächster Nähe. Fink. Gute Idee. Sarrer wieder mit einem sehr unpräzisen Pass. Zwei Tore für Düsseldorf, macht insgesamt 38 in dieser Saison. Noch eins dazu, dann ziehen sie gleich mit Eintracht Frankfurt 39 Tore. Die dann beste Offensive. Jetzt Şahin erstmal andersrum denken und hinten sauber halten. Rateitschak
selten geprüft. Und jetzt zur Stelle. Beste Chance für Fürth in der zweiten Hälfte. Gut gespielter Doppelpass. Şahin mit Ocean. Und dann ist Ratajczak da. Düsseldorf arbeitet am Zweitligarekord saisonübergreifend. Die Düsseldorfer, wenn heute denn dazu käme, 23 Mal in Folge ungeschlagen. Der Zweitligarekord aus den 70er Jahren liegt bei 28 Spielen ohne Niederlage. Aufgestellt von Bielefeld und St. Pauli. Midgal, unvergesslich für ihn, kasachischer Abstammung, dieses EM-Qualifikationsspiel, sein EM-Qualifikationsspiel letztes Jahr mit Kasachstan gegen die deutsche Mannschaft. Und jetzt die Konterchance für Düsseldorf. Sogar Lukimia geht mit nach vorne. Aber eben der stört dann auch ein bisschen beim Kombinationsfußball vorne im Zentrum. Jetzt Ocean. Olivier Ocean, der 30-jährige Kanadier, hat den Sprung aus der dritten in die zweite Liga sensationell gut geschafft. Da ist er. Letzte Saison 16 Tore für Kickers Offenbach. Und derzeit aktuell einer, der in der Liga die 9 Treffer auf dem Konto haben. Tja, Stichwort Torjäger, müssen wir immer auf Jens Langenecke gucken. Wer weiß, wie viele Elfmeter es noch gibt. Der wird sich ärgern, war einmal nicht dabei, als es Elfmeter gab. Da hat der Rösler verwandelt. 7 Elfmeter in dieser Saison für Düsseldorf. 6 hat Langenecke übernommen und verwandelt. Und einen weiteren eben Sascha Rösler. Zulässig gespielt von Fink. Die Fürther schalten schnell um. Die Roten jetzt gerade auf dem Weg zurück, auch ein bisschen behäbig, und genau das alles kritisiert gerade Jens Langenecke. In dieser Szene gerade die Düsseldorfer ein bisschen zu entspannt. Sie sollten Fürth nicht einladen. Das Fink im Rücken heranbrauste. Und wieder die Balleroberung der Düsseldorfer. Ilse, und dafür muss es Gelb geben. Erstens faul und zweitens schon ein bisschen sehr robust, was Fürstner da mit Gegenspieler Ilse macht. Gelbe Karte für Stefan Fürstner, der vom FC Bayern stammt. Seit 2009 ist er bei Fürth. Sie haben es gesehen, es war nicht Ilse, es war Beister. Es war ein klares Foul und die gelbe Karte gab es zu Recht.
Schmidt. Kimya hat er entspannt erklären können. Ein gutes Anspiel für den Kollegen und daher der Ballverlust. Aber sie erkämpfen sich den Ball direkt wieder. Bröker tunnelt und kontert. Ist alleine, kann das so nicht lösen. Hat in diesem Sinne Glück, dass er den Einwurf bekommt. Eine Stunde gespielt. Weiter 2:0 für Fortuna Düsseldorf. Peter Neururer, der Sport1-Experte. Peter, wie siehst du die erste Viertelstunde der zweiten Hälfte? Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass die Fürther jetzt nicht unbedingt alles oder nicht spielen, aber den Druck auf jeden Fall versuchen aufzubauen. Das gelingt ihnen nicht. Gelingt ihnen nicht, obwohl die Düsseldorfer eigentlich schon fast freiwillig tief stehen. Sie lauern auf Konter. Sie verwalten in anderen Abführungen das Ergebnis, was sie in der ersten Halbzeit erzielt haben. Aber es kann natürlich gefährlich werden, wenn die Fürther den Druck erhöhen. Wenn die Fürther imstande sind, einen Anschlusstreffer zu erzielen, dann kann es nochmal brenzlig werden. Ich würde als Trainer grundsätzlich sagen, wir gehen auf der Düsseldorf-Seite auf das dritte Tor, um dann wirklich Ruhe zu haben und die Tabellenführung abzusichern. In ein, zwei Szenen finde ich aber Şahin mit etwas mehr Präsenz als Nöte vorher im Spiel. Durchaus, aber das liegt doch daran, dass die Fürther ein klein wenig mehr nach vorne spielen, also die Stürmer besser in Szene gesetzt werden. Aber durchaus hat er mehr Möglichkeiten bzw. mehr Ballkontakte und auch schon eine relativ torgefährliche Situation als Nöte. Ocean hatte die Möglichkeit auch, als er mal von links von Schmidtgall reingespielt wurde, mit dem Kopfball zum Abschluss zu kommen. Also die Düsseldorfer sollten nicht freiwillig so tief stehen, denn da kann irgendwann mal einer durchrutschen. Die Qualität haben die Fürther auf jeden Fall und dann wird das Spiel nochmal spannend. Und vielleicht wird es jetzt spannend, genau da ist der Moment gekommen. Und es war Edgar Pripp, das Tor zählt schon, aber vorher gab es ein Foul im Mittelfeld und deswegen die Düsseldorfer jetzt natürlich sauer. Schauen wir gleich nochmal in der Zeitlupe drauf. Wenn ich sage Foul, auf jeden Fall gab es einen Zweikampf. Also Tatsache ist, es steht 2:1, Pripp hat das Tor gemacht. Und hier ist es natürlich ein Foul von Schröck an Lamperts. Das ist schon richtig, dass die Düsseldorfer Spieler und Fans hier protestieren. Das Tor dann ansonsten sauber, Flanke Schmidtgall und das Tor von Edgar Pripp. Tja, aber vorher, ich denke, sind wir uns einig, war ein Foul im Mittelfeld. Norbert Meyer, die Beschwerde beim vierten Schiedsrichter. Und jetzt die gelbe Karte, vermutlich wegen einer Beschwerde von Jens Langenecke. Tja, tut natürlich weh. Alle Diskussionen sind umsonst. Der Schiedsrichter hat das Tor gegeben und wird diese Entscheidung auch nicht mehr revidieren. Der Herr Azuzi, sportlicher Leiter der Fürther, im Dialog. Tja, mit wem? Auf die Distanz. Direkter Blickkontakt mit Norbert Meyer besteht nicht. In jedem Falle sind Mike Büskens und seine Männer erstmal froh, dass sie wieder dran sind. Tja, das ist jetzt natürlich der Schub, den sie brauchen. Klares Foul von Kleine an Beister. Wird viel diskutiert. Die Düsseldorfer müssen jetzt irgendwie die Kurve kriegen, wieder zu ihrem eigenen Spiel zurückfinden. Bröker gegen Schmidtgall. Beister ist rausgekommen zur Unterstützung.
Rücker erwurstelt sich den Einwurf. Einwürfe haben wir besprochen in der ersten Hälfte. Zweimal Ausgangspunkt zum Tor. Dieses Mal nicht. Und Fürth kontert. Pripp. Probleme bei der Ballannahme und Ballverarbeitung. Jetzt Düsseldorf. So, auf den ersten Blick der Pfiff von Peter Gagelmann jetzt ein bisschen verwunderlich. Und hier nochmal der Zweikampf im Mittelfeld. Ja, Lamberts ist sehr abgesprungen. Vielleicht war das der Fehler, aber als letztes ist da der Kontakt und ein zu pfeifendes Foul. Pripp macht das prima. War allerdings auch nicht schwer aus 4 Metern. Und der nächste Protest. Lamberts, es gibt Eckball. Gesehen. Ratajczak versucht, die Kollegen wach zu rütteln. Leute, wir müssen unseren Rhythmus finden. Brust raus gegen den Gegner, der jetzt mit mehr Selbstvertrauen im Spiel ist. Natürlich. Der nächste Querschläger und sie nehmen die Ecke. Jetzt richten sich alle Proteste Richtung Schiedsrichter Gagelmann. Was war hier mit Ratajczak? Rein gar nichts. Die Proteste sind nicht berechtigt. Das war eine Unsicherheit von Ratajczak und nichts Pfeifenswertes. Schröck mit der Ecke. Das muss man pfeifen. Und das tut er auch, selbstverständlich. Tja, aber zwei Paar Schuhe. Das erste war gar nichts. Deswegen hat er nicht gepfiffen. Und das zweite ist glasklar. Und deswegen hat er gepfiffen. Keine zwei Meinungen. Ocean gegen Ratajczak. Heute die zweite Liga bei Sport 1, morgen der Carling Cup als Live-Konferenz, das Viertelfinale. Chelsea gegen Liverpool und Arsenal gegen Manchester City ab 21.40 Uhr hier auf diesem Sender. Und jetzt Düsseldorf gegen Fürth, die letzten gut 20 Minuten. Irgendwie schien schon alles klar. Und nun ist Fürth wieder dran. Unerreichbar dieser Ball für Beister. Mavrai hat da geklärt. Und dann Lamberts gegen Schröck. Das war ein bisschen wild. Wir kennen Lamberts, der will dann sicher auch mit der Art des Einsteigens ein Zeichen setzen für die Kollegen und bekommt die gelbe Karte. Lamberts gegen Schröck. Ja, es war von hinten, aber aus meiner Sicht sah das jetzt hier gerade brutaler aus, als es in Wirklichkeit war. Ich denke, gelb okay. Aber die beiden besprechen das noch. Stefan Schröck und Andreas Lamberts. Ocean startet gegen Lukimja. Gegen Lukimja, den zweikampfstärksten Spieler der Liga. Da haben wir das Duell. Und das war ein klares Foul von Fürstner. Der hatte schon gelb. Also Fürstner hat schon gelb gesehen. Und danach Levels mit einem Schubser. Das war sehr ungeschickt. Ich denke, Schiedsrichter Gagelmann kann hier aber auch sofort die gelbe Karte für Fürstner zeigen.
Ich glaube, er muss es nachholen. Also jetzt kriegt erstmal Levels gelb wegen der Selbstjustiz. Und Fürstner kommt ohne Karte davon. So zumindest wirkt es. So, und da stimmen die Relationen dann nicht. Das war ein ziemlich ungestümer Einsatz, auch wenn Botzek da abhebt und hochspringt. Aber so gehe ich dann auch nicht hin, wenn ich schon gelb habe. Also ich denke, da muss es gelb-rot geben für den Fürther. Natürlich macht es für den Schiedsrichter auch nicht leichter, wenn ein Botzek dann abhebt, losspringt. Da muss man zwei Dinge bewerten. Wie schlimm war das Foul und was war dann Show hinten raus? Ranisav Jovanovic, der Deutsch-Serbe von Fortuna Düsseldorf, neulich hier gefeierter Siegtorschütze gegen Dresden, macht sich bereit. Prip. Schmidtgal. Schröck. Wieder Stefan Schröck. Und dann bleibt er hängen. Kein Foul von Lamberts. Düsseldorf will kontern und Bröker rutscht aus. Fink fightet gegen Nerich. Kämpferisch. Gutes Spiel von Fink. Schein zurückgepfiffen. Noch eine gute Viertelstunde. Jovanovic kommt für Ilse und bei Fürth macht sich Milorad Pekovic bereit. Gehen wir in die Besprechung mit Peter Neururer. Peter, was sagst du zur Spielentwicklung? Ja, wie eigentlich vorausgesagt, Fortuna stand tief, ob freiwillig oder nicht, spielt keine Rolle. Ich als Trainer versuche grundsätzlich in der gegnerischen Hälfte zu verteidigen, so früh wie möglich zu verteidigen. Vor allem, wenn ich 2-0 führe, dann versuche ich aufs dritte Tor zu gehen. Das habe ich sofort dann nicht gemacht. Und dann ist der, wie wir angedeutet haben, der Ball mal durchgerutscht. Und die Fürther einen Anschlusstreffer erzielt an ein Spiel, was man normalerweise nicht mehr aus der Hand geben darf oder sollte als Spitzenmannschaft. Steht jetzt plötzlich wieder auf wackeligen Füßen und die Fürther sind wieder drin im Spiel. Spannung ist angesagt für die letzten Minuten. Es lohnt sich also dran zu bleiben. Aber wird der Düsseldorfer nicht zu Unrecht sagen, das war ja nun schon ein Foul im Mittelfeld gegen Lambert. Ich sehe das nicht unbedingt als Pech an. Das war eine gewisse Art von Unerfahrenheit, sage ich mal so. Ob Foul oder nicht, sei dahingestellt. Aber der Düsseldorfer Spieler ist am Boden liegen geblieben und die Düsseldorfer Abwehrspieler haben eigentlich erwartet, dass die Fürther den Ball ins Aus spielen. Sie haben das vielleicht nicht so wahrgenommen, die Fürther. Von daher keine Unstörlichkeit. Und Şahin gegen Ratajczak. Das sind Situationen, natürlich, die müssen gepfiffen werden, gar keine Frage. Ohne Chance auf den Ball versucht er auf den Torwart zu gehen. Aber die Brisanz gibt es eben jetzt her, dass man jetzt mit aller Macht versuchen will, mit der Brechstange, der sogenannten Brechstange, zum Ausgleich zu kommen. Das hat die Fortuna mehr oder weniger selbst verschuldet, dass die Fürther wieder so drin sind. Und die Fürther versuchen jetzt mit einem weiteren Wechsel nochmal die letzten Kräfte freizumachen, um einen Ausgleich zu erzielen. Pekovic kommt, Fürstner geht, weil nochmal hätte der nicht hinlangen dürfen. Ne? Das ist durchaus richtig. Also da konnte man wirklich eine gelb-rote Karte vertreten. So wegen Dummheit allein schon. Wer im 16-Meter-Raum, gegnerischen 16-Meter-Raum als Mittelfeldspieler so hingeht, der muss eigentlich bestraft werden. Vor allem dann, wenn er vorher schon die gelbe Karte gesehen hat. Alles klar. Vielen Dank, Peter Neururer. Wir sind gerüstet für die letzte Viertelstunde in diesem Spiel. Pekovic, Kämpfernatur, jetzt also neben Prip auf der Doppel-6 bei Fürth.
Jovanovic, haben wir angesprochen, 92. Minute Nachspielzeit. Siegtor hier im letzten Heimspiel gegen Dynamo Dresden. Nochmal zur Erinnerung, die Düsseldorfer Bilanz in dieser Saison ist makellos. 7 Heimspiele, 7 Siege. Im Moment wäre es der 8. Aber dafür braucht es noch ein Stück Arbeit. Vandenberg, ein Tunnel. Lamberts schiebt ihn durch. Jovanovic kommt nicht dran. Max Grün. Der Torwart, der Vierter übrigens, wird froh sein, dass Sascha Rösler gesperrt ist. An den hat er nämlich durchaus ungute Erinnerungen. Im Februar 2010 durfte Max Grün sein erstes Spiel machen für Greuther Fürth. Mensch, war der aufgeregt. Anpfiff seines ersten Spiels nach 38 Sekunden traf Sascha Rösler gegen ihn für 1860 München. Muss man sich mal vorstellen. Erstes Profispiel als Torwart und nach 38 Sekunden fängst du den Ball eben nicht, sondern musst ihn rausholen. Aber Max Grün, seine Karriere begann in der ersten Minute nicht so erfreulich, hat sich aber hervorragend entwickelt, ist ein sehr, sehr guter Rückhalt bei den Fürthern geworden und absoluter Stammtorwart. Büskens. Mit 19 ist er hier Profi geworden. Nach langen Jahren in der Jugend, hat noch 5 Jahre für die Fortuna gespielt, ist dann 92 nach dem Abstieg der Düsseldorfer zum FC Schalke gegangen, wo er dann die nächsten 10 Jahre bekanntlich verbrachte, unter anderem als Eurofighter 97. Jetzt kommt Schröck, wuselig rein in den Strafraum. Schmidtgeil mit der Flanke. Ocean kommt nicht dran nach Scheins Kopfball. Tja, jetzt wackelt der Laden doch noch. Kein Abseits, auch wenn Vandenberg reklamiert. Schein holt den Kopfball und schafft es nicht, ihn quer zu legen auf Ocean. Botzek. Foul von Schröck und dafür bekommt er die gelbe Karte. Dritte Verwarnung gegen einen Vierter. Und zwar zu Recht nach dieser Aktion gegen Beister. Da ist Maximilian Beister. Es wird viel diskutiert. Wie geht's weiter für ihn ab Sommer? Sein Vertrag beim HSV. Er ist ja für die es nicht wissen, Leihspieler, ein weiteres Jahr ausgeliehen vom HSV. Der HSV ist bestrebt und es soll Gespräche gegeben haben, auch zwischen Thorsten Fink und Beister, frühzeitig den Vertrag mit ihm über 2013 hinaus zu verlängern. Aber es heißt, es gibt neben natürlich Düsseldorf für den Aufstiegsfall auch weitere Interessenten, auch aus dem Ausland, wie man hört, aus Fulham, von Ajax Amsterdam, aber auch aus dem Inland, so heißt es, von Borussia Dortmund. Wir warten das ab. Das ist Lukimia, der Kongolese, eben nochmal erwähnt, der zweikampfstärkste Spieler in der Bundesliga. Ich habe neulich nach dem Spiel neben ihm gestanden, als er das Trikot ausgezogen hatte. Ich berichte, so einen durchtrainierten Bengel habe ich in der Bundesliga entweder nie oder selten gesehen. Kein Wunder, dass der im Zweikampf was zu bieten hat. So, Beister, körperlich ein etwas anderes Kaliber, ein wieselflinker Wusler, klein und wendig. Er geht jetzt raus, für ihn kommt Sascha Dum. Beister wieder mit einer Torbeteiligung, hat die 1:0-Führung nach einem guten Solo und Abschluss wesentlich geebnet.
Vandenberg. Nicht gut verteidigt, Ocean. Tja, Ball gespielt, aber zu rustikal, zu wild. Pekovic zum Gespräch bei Peter Gagelmann. Und er gibt ihm die gelbe Karte. Pekovic reklamiert, dass er den Ball gespielt hat, aber die Verhältnismäßigkeit des Einsatzes ist da nicht gegeben. Schon zu fahrlässig. Die Wucht, wie er da einsteigt, vor allem dann mit dem linken Bein, diese gelbe Karte, geht absolut in Ordnung. Also ein wildes Spiel, ein umstrittener Elfmeter, war es ein Foul vor dem vierten Anschlusstreffer, die gesamte Spielentwicklung, das kann man alles diskutieren. Bei Facebook, beim Suzuki Fanbotschafter und nebenbei können Sie auch noch ein von allen Spielern unterschriebenes Trikot von Fortuna Düsseldorf gewinnen, indem Sie einfach mitmachen und Ihr schönstes, lustigstes Weihnachtsfoto posten. Facebook.com, der Suzuki-Fanbotschafter. Und Sascha Dum gefault vom eingewechselten Pektürk. Startet wieder Schröck, der viel Dampf macht in der zweiten Hälfte. Die linke Seite der Gäste stärker. Pektürk mittlerweile für Sarrarer eingewechselt. Ocean, kein Foul. Die Entscheidung von Schiedsrichter Gagelmann. Kleine löst das sehr ruhig und souverän. Fürth drängt, Pripp, der Torschütze. Max Grün. In diesem Sinne nichts passiert, bis auf den Ballverlust. Aber es gibt den Düsseldorfern die Möglichkeit, jetzt mal wieder durchzupusten, hinten rauszurücken, nachdem sie jetzt für eine ganze Weile ziemlich unter Druck geraten sind. So, nun die Ermahnung für Rashid Assouzi, den wir da eben schon aktiv an der Liga, an der Linie erlebt haben. Aber er muss nicht auf die Tribüne, sondern nur zurück auf seine Bank. Also alles gut für die letzten Minuten hier in Düsseldorf. Die Tabellenführung dürfte Düsseldorf im Sack haben, denn die hätten sie schon mit einem Unentschieden. Aber klar, sie wollen mehr. Sie wollen mit 3 Punkten vor Frankfurt da oben stehen am Ende dieses Spieltages. Sie wollen den 8. Heimsieg im 8. Heimspiel der Saison. Unglaubliche Bilanz der Düsseldorfer. Lamberts, ein Kämpfer vor dem Herrn, auch heute wieder hier in diesem Spiel. Vorbildlich. Düsseldorf, übrigens vormerken, gibt's auch nächsten Montag wieder. Reizvolles Spiel, das Derby. Und zwar in Duisburg. Der MSV am nächsten Montag als Gastgeber, Fortuna Düsseldorf zu Gast beim MSV. Übrigens
Fortuna Düsseldorf hat seine letzte Niederlage kassiert im März. Und wo? In Duisburg. Also die Liga schaut hin am Montagabend, am Montag drauf dann. Also das übernächste Montagsspiel sehen wir Fürth wieder im Spitzenspiel bei Eintracht Frankfurt. So, holen wir Peter Neururer noch ein abschließendes Mal ins Boot, bevor er sich auf den Weg nach unten macht zum Kollegen Buschmann. Peter, dein Fazit? Ja, ein Spiel, ein Spitzenspiel, was wirklich der Klasse, der Tabellensituation beider Mannschaften entspricht. Mit unterschiedlichen Halbzeiten. Gut, die Düsseldorfer haben in der ersten Halbzeit das Spiel dominiert. Aufgrund von welchen taktischen Möglichkeiten oder Raffinessen der Fürther, weiß ich nicht unbedingt. Möglicherweise war es eigene, in anderen Abführungsschwäche. Hat man dem Gegner mehr Möglichkeiten gelassen, hat sich zu tief gestellt, ist nicht auf das dritte Tor gegangen. Das Spiel ist weiterhin offensiv und gut gestaltet worden, aber man hat die Fürther ein Spiel kommen lassen, die durchaus nach diesem Anschlusstreffer auch noch die Möglichkeit haben, in der letzten Minute mit der Brechstange hier den Ausgleich zu erzielen. Die Klasse war gegeben, ist gegeben, immer noch, das Spiel läuft ja. Und ich freue mich jetzt schon auf das nächste Wochenende, beziehungsweise auf den nächsten Montag beim Spiel der Fortuna beim MSV Duisburg. Das Foul von Edgar Pripp. Jetzt nehmen wir mal an, die Düsseldorfer bringen es so nach Hause. Sie erleben dann auch wieder, dass sie Ausfälle, wie zum Beispiel Rösler, da haben ja viele jetzt gezittert, weil der als Leader wichtig ist, auch in der Breite ihres Kaders wegstecken können. Ein weiterer Schritt, ein Aufstiegskandidat zu sein? Die Düsseldorfer sollten wirklich mal jetzt langsam anfangen, sich mit dem Gedanken befasst zu machen, bis zum Ende oben dabei zu sein. Sprich, jetzt kann man ruhig das Ziel formulieren, wenn ich so lange oben dran stehe, wenn ich heute möglicherweise Tabellenführer werde, dann darf ich das Ziel Bundesliga auch mal aussprechen. Bei allem anderen Statement, gar keine Frage, aber erwartet man von der Fortuna. Ich persönlich glaube auch, dass die Fortuna es schaffen wird. Ich habe sie jetzt die ganze Zeit verfolgt, weiter konstant zu bleiben. Vielleicht auch mal eine kleine Durchstrecke zu überstehen, aber sie werden bis zum Ende um den Aufstieg mitspielen und ich glaube auch, dass die Fortuna aufsteigen wird. Das ist mal eine klare Ansage. Peter Neururer, vielen Dank. Die letzten zwei Minuten der regulären Spielzeit brechen an. Puanan, das ist dann eben die zweite Garde, die jetzt ein bisschen Einsatzzeit bekommt. Puanan hat in Frankfurt für Langenecke die Vertretung übernommen und da hat auch alles gut funktioniert. Also Sie merken, dass Sie auch in der Breite Ihres Kaders Alternativen haben, die Sie bringen können, wenn einer fehlt oder wenn es die Spielentwicklung fordert. Für Fürth wäre es die erste Auswärtsniederlage. In der ersten Hälfte ist viel unrund gelaufen. In der zweiten haben sie dagegen gehalten. Man kann gegen diese kampf- und laufstarken Düsseldorfer hier zu Hause nur schwer ankommen. Fürth hat im zweiten Durchgang zumindest einiges versucht. Sascha Duhm. Auch so ein Nachleger für die linke Außenposition. Die Alternative für links wäre noch Robbie Kruse, der Australier. Meyer führt gegen Büskens. Minuten Nachspielzeit werden draufgepackt vom Schiedsrichter. Noch drei Minuten, dann wäre Düsseldorf Tabellenführer mit 3 Punkten Vorsprung vor Eintracht Frankfurt. Und jetzt ganz hinten raus scheinen sie auch den längeren Atem zu haben. Jovanovic muss querlegen. Jovanovic nochmal, dann kriegt er doch noch rum. Bocek kriegt ihn nicht rein.
Edgar Pripp zurückgeeilt und Büskens pusht seine Mannschaft und macht voran. Ihr habt noch Zeit, noch Runde, 2,5 Minuten. Vandenberg. Nährich. Kein Foul von Vandenberg, aber Pektürk macht das gut. Hält sich irgendwie auf den Beinen, da stolpert Schein rein und bekommt keinen Freistoß. Ich denke, richtig entschieden. Nächster Anlauf über Bekovic. Ratajczak sicher gegen Olivier Ocean. Ratajczak einmal überwunden. Hier schauen wir noch mal auf Pripp, der tatsächlich als letzter am Ball war. Nee, Prozento. Also zu Recht keine Ecke. Schmidtgar. Aber da sieht man auch immer wieder, wie schwer es für Assistenten und Schiedsrichter ist, sowas zu entscheiden. Bruchteil einer Sekunde aus der einen Zeitlupe sieht so aus der anderen so. Ball gespielt. Wuselig und kaum zu halten, dieser kleine Pektürk. Pektürk, ein bisschen wild unterwegs, ein Mann, der weitestgehend von der Bank kommt, über den Mike Büskens sagt, tut mir leid, er hätte eigentlich mehr Einsatzzeit verdient, aber die anderen sind einfach vorne dran. Fünfte gelbe Karte gegen einen Fürther, dazu drei für Düsseldorfer Spieler. Es war ein hart geführtes Spiel, von Unfairness kann hier keineswegs die Rede sein. Ein paar knifflige Entscheidungen. Wir sind uns einig, dass es kein Elfmeter reifes Foul an Bröker war, das dann doch gepfiffen wurde und das 2:0 zur Folge hatte. Die Düsseldorfer haben ein Foul von Schröckern Lamberts vor dem Anschlusstreffer gesehen. Sicher diskutabel auch eine mögliche gelb-rote Karte für Fürstner, der ohne Platzverweis davon kam. Jetzt Sascha Dub. Gut gekämpft vom früheren Leverkusener. Der den Ball behauptet und damit die Uhr anhält. Norbert Meyer diesmal nicht als Deckel obendrauf auf der Spielerjubeltraube, wie wir es gesehen haben, nach dem Siegtor von Jovanovic beim Erfolg gegen Dynamo Dresden. Aber Düsseldorf jubelt wieder mal. Gewinnt sein Heimspiel mit 2:1. Das ist der achte Heimsieg im 8.